Mein Name ist Jens und das ist mein kleiner Lader. Herzlich willkommen zu My Next Level Adventures. Der kleine Lader Wim und ich sind gerade unterwegs auf dem Landweg von Armenien nach Deutschland. Wir genießen unseren Roadtrip und das Beste daran ist, die Reise hat gerade erst begonnen. Lass uns gemeinsam die folgenden Länder wie Armenien, Georgien und die dann noch auf der Reiseroute liegen, erkunden. Abonnier den Kanal oder folge uns im Internet. Let's start the next level adventures. Bis Batumi habe ich es jetzt geschafft. Ich stehe jetzt bei Tegeta Motors in Batumi auf dem Parkplatz und werde jetzt gleich mal reingehen und dann schauen wir mal, ob wir da die Ventile kontrollieren lassen können und einen Ölwechsel machen können. Und ja, die sollen einfach vielleicht mal einen kleinen Check machen. Ist ja auch nicht schlecht, wenn wir schon bei einer Werkstatt sind. Ja, dann schauen wir mal rein und gucken, was wir machen. Sieht ja aus wie auch ein Mazda Autohaus und auf alle Fälle europäischer Standard. Ich bin mal gespannt, wo ich hin muss. Ja, das erste Büro oder Counter, die waren nur für Verkauf von Ersatzteilen da und die haben mich jetzt hierher geschickt. Ich bin mal gespannt, wo ich hin muss. Ja, ich bin jetzt in der vierten oder fünften Werkstatt hier in Batumi und irgendwie keiner kann die Ventile einstellen oder nachkontrollieren, justieren. Ja, irgendwie. Shit happens. Ich habe aber auch mal mit Yerevan telefoniert schon. Die haben gesagt, ja, wenn es keine großen Lärm macht oder röhrt, dann ist alles okay. So, jetzt bin ich hier in der Werkstatt und Wim wird da neue Zündkerzen nochmal bekommen und ein Ölwechsel wird jetzt gemacht. Ja, und dann hoffe ich mal, dass alles soweit in Ordnung ist mit dem guten kleinen Wim. Und die Weiterfahrt in die Türkei kein Problem mehr darstellt. Da geht's dann die nächsten Tage hin. Bin mal gespannt, wie das wird und ob ich über die Grenze überhaupt komme. Also es wird spannend bleiben, zumindest mal für mich. Ich habe mir schon einen Plan B ausgedacht, weil C wollte ich eigentlich nicht machen, wieder zurück nach Yerevan fahren. Vielleicht gibt's ja noch einen Plan D. Mal schauen, was die Tage bringt. Also ihr werdet es erfahren. Bleibt dran. Total lustig. Ich habe eben Wim abgegeben in der Werkstatt und keine 50 Meter weiter ist hier eine Fischmarkthalle, waren auch so ein Fischrestaurant. Ja, frischer Fisch direkt aus dem Meer. Und seht euch einfach diese Leckereien an. Einfach mega. Oder bekomme ich richtig Hunger? Ich glaube, ich gehe auch noch mal zurück zu dem Fischrestaurant.
und werde mir dann doch noch ein Fischgericht gönnen jetzt zum Mittag. Frühstück gab es ja sowieso noch nicht und daher passt das ja eigentlich auch. Ja, also nachdem ja Wim in seinem Spa ist und gut gepflegt wird und ich jetzt diese leckere Fischmarkthalle gesehen habe, komme ich echt lecker Hunger. Und direkt hinter der Fischmarkthalle gibt es mehrere Restaurants. Das habe ich eben schon gesehen. Die habe ich mir mal angeguckt. Und ja, ich suche mir jetzt einfach mal eins aus. Und werde einfach mal einen Fisch bestellen. Denn jetzt habe ich Hunger. Wie sieht es bei euch aus? Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr unterwegs seid und am Meer Fisch oder nicht Fisch. Es gibt ja welche, die mögen keinen Fisch. Kann ich persönlich nicht nachvollziehen, aber ich persönlich mag auch keinen Rosenkohl und das können meine Eltern nicht nachvollziehen. Daher, ja, ich habe mich jetzt für dieses entschieden einfach und gehe mal raus und werde die Aussicht genießen aufs Schwarze Meer. Die Auswahl ist ja schon mal riesig. Ja, und jetzt ist auch mein leckerer Fisch gekommen mit dem Tomatengurkensalat und einer traditionellen Soße. Ich habe leider den Namen vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Den tue ich mir dann über den Fisch. Also, sieht doch echt lecker aus. Nachdem Wim in seinem Spa ist und ich einen leckeren Fisch zum Mittag hatte, lief ich am Hafen zurück in die Stadt. Aber etwas musste ich noch erledigen. Ja, ich stehe jetzt hier vor einer Bank und das ist mein Strafzettel von heute, den ich bekommen habe. Den kann ich irgendwie drinnen bezahlen und da gibt es so Automaten. Ja, da schaue ich mir jetzt mal an, wie ich das machen kann. Da steht wohl eine junge Dame, die mir helfen soll. Also, ich bin gespannt. Los geht's. Hello. How can I pay this? Yeah. Ja, jetzt habe ich eben gerade meinen Strafzettel einbezahlt und stehe hier vor der Ali Omino-Skulptur. Die dreht sich so ganz langsam. Vielleicht sieht man es jetzt ein bisschen im Hintergrund. Ansonsten werde ich gleich mal einen Zeitreifer machen. Ja, also nochmal gerade zurück zum Strafzettel. Ich habe meinen Reisepass geholt und bin dann in die Bank gegangen. Die junge Dame hat dann alles eingetippt für mich. Samt Passnummer. Und ich glaube, da ist es wichtig aufzupassen, dass man genau die Passnummer nimmt, die auch der Polizist aufgeschrieben hat. Also ich habe meinen Reisepass dem gegeben
Sie fragte mich erst nach dem Personalausweis und dann habe ich gesagt, ah, nee, warte mal, ich hole lieber mal meinen Reisepass. Okay, ja, jetzt stehe ich hier, Ali und Nino im Hintergrund. Das ist die Promenade. Ein schönes Riesenrad gibt es auch noch zu sehen. Und im Hintergrund der Alphabet Tower. Ja, und die Innenstadt mit den paar Hochhäusern. Alles in allem ist, finde ich, die Promenade super schön gelungen. Das hat mir auch schon vor 4 Jahren hier super gut gefallen. Und ja, ich werde mir jetzt was zu trinken holen und werde mich einfach mal hier hinsetzen und dem Liebespärchen Ali und Nino ein bisschen zugucken, wie sie sich einmal zueinander oder zu sich hin geführt fühlen und dann wieder auseinandergehen. Wer mehr wissen will über die Sehenswürdigkeit von Batumi, den verlinke ich mal meinen Blogpost Sehenswürdigkeiten in Batumi unten in den Shownotes und da könnt ihr ja auch einfach mal reinschauen. Alles klar, ich hole mir jetzt mal schön was zu trinken und genieße dann hier das schöne Schwarze Meer und die Skulpturen. Ich bin gerade am Clock Tower angekommen und am Europaplatz steht der und hinter mir ist auch noch was ganz Großes und zwar das Goldene Vlies ist da. Ja, auf alle Fälle ist der Platz, finde ich, mit einer der schönsten in ganz Batumi, irgendwie mit dem Springbrunnen im Hintergrund und ja, wie gesagt, diesem Clock Tower, Clockhaus, wie man das nennen mag. Wunderbar und der ganze Platz ist einfach schön. Also auf alle Fälle einer meiner Lieblingsorte hier in Batumi. Solltest du auf alle Fälle mal vorbeischauen, wenn du hier bist. Für mich geht es jetzt noch ein Stückchen weiter. Ich will noch an die Promenade und ein bisschen schauen, was es da noch gibt. Während meiner Zeit in Batumi habe ich noch viel für meine weitere Fahrt planen müssen. Das fing bei Plan B an, falls ich nicht in die Türkei einreisen kann. Und dann stand hier noch das Thema Autoversicherung für Europa ganz oben auf meiner To-Do-Liste. Das Thema Autoversicherung war bis zu dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ein recht leichtes. Denn damals gab es die grüne Versicherungskarte, sehr einfach und dazu günstig, hier in Batumi bei verschiedenen russischen Versicherern zu kaufen. Einen Tag lang versuchte ich, bei den georgischen Versicherungen eine grüne Versicherungskarte zu bekommen. Jedoch scheiterte der Versicherungsabschluss jedes Mal, weil WIM in Armenien zugelassen ist. Am Ende kaufte ich eine sehr teure Versicherung bei einem deutschen Online-Broker. Abends in Batumi, wenn die Lichter Glanz ans Schwarze Meer bringen, zeigt sich die Stadt von einer anderen Seite. Bei schönem Wetter ist die Aussicht zum Sunset oben vom Alphabet Tower aus wunderschön.
Die Dancing Fontaines mit ihrer Wassershow und der dazugehörigen Musik ist auch ein angenehmer Ort, um den Tag ausklingen zu lassen. Etwas wehmütig denke ich an die vergangenen Wochen und hoffe, dass meine Reise weiter unter so einem guten Stern steht. Angekommen bin ich jetzt an der Werkstatt und ja, Wilm ist noch nicht fertig, sie haben noch gar nicht angefangen. Wir haben noch auf die Zündkerzen gewartet, die sie aus Tiflis kommen lassen mussten. Und naja, okay, jetzt dauert es noch eine Stunde. Wir fangen jetzt an mit dem Ölwechsel und dem Ölfilter. Und okay, hier kann man jetzt nicht viel machen. Hier gibt es so ein schönes Café mit Instant Coffee. Da werde ich halt ein bisschen frühstücken und einfach warten, bis es fertig ist. Bleibt ja auch nichts anderes übrig. Und ja, da muss man das Beste draus machen. Also lasse ich mir mal meinen Croissant schmecken. Ja, was geht mir eigentlich so die ganze Zeit durch den Kopf? Ich kann es ehrlich sagen, ja, morgen möchte ich das erste Mal versuchen, in die Türkei reinzufahren. Und liegt mir irgendwie schon schwer im Magen. Ich hoffe, dass das klappt. Ansonsten, ja, muss ich mal schauen, dass ich eine Fähre kriege nach Burgas. Das ist in Bulgarien. Kostet natürlich auch Geld. Naja, man spart Benzin, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Allerdings weiß ich noch nicht, wo diese Office ist und wie man das macht. Ich denke mir einfach mal, wenn jetzt Wim fertig ist, werde ich nach Hause fahren, also zu meiner Unterkunft, dort abstellen. Und dann werde ich schon mal zu dieser Office laufen und einfach mal nachfragen. Vielleicht kann ich ja auch schon mal einen Platz reservieren für uns zwei. Das ist halt einfach dann auch funktioniert, denn die fährt nur jeden Montag. Und heute haben wir Mittwoch. Das heißt, wenn morgen Donnerstag das nicht klappt, könnte ich mal Freitag probieren mit der Grenze. Und wenn es dann nicht klappt, funktioniert es nicht. Und dann könnte ich nämlich Freitagmittag mir den Platz auf der Fähre buchen. Oder ist es morgen wird das schon so klar an der Grenze, dass sie sagen, no way. Dann habe ich natürlich das Problem, dann muss ich dann muss ich die Fähre kaufen. Und dann habe ich wenigstens noch Zeit bis Montag. Das ist natürlich ja auch immer so eine Sache, weil wenn es dann noch mal eine Woche länger warten müsste, dann wäre ich ja zwei Wochen in Batumi. Das wäre ein bisschen lang, finde ich. Also, das sind so im Moment die Pläne. Und Plan C, an den will ich erst gar nicht denken. Musik.
1 liter more oil. One? Yeah, one. I take one with me. Okay. Okay. Thank you so much. Good luck. Yeah, you too. Bye. Thank you. Was erwartet dich in der Folge 15? Es wird ernst und ich will in die Türkei. Ob ich und Wim den Grenzübergang Batumi-Sapi schaffe? Das kannst du in der nächsten Folge sehen. Ich würde mich freuen, wenn dir diese Episode gefallen hat. Lass ein Like da und abonniere den Kanal. Und um keine Folge zu verpassen, drück einfach auf die Glocke. Thank you.